Es ist ein großes politisches Leben gewesen und deshalb verneige ich mich und ich glaube, wir alle zusammen vor seinem Angedenken. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hält inne. Gedenkt des verstorbenen Altbundeskanzlers Helmut Kohl, der ja auch viele Jahre lang Fraktionsvorsitzender war. Wir in Deutschland haben einen großen Staatsmann verloren und wir haben Helmut Kohl herzlich zu danken für viele wunderbare, gute Jahre in unserem Vaterland. Wie auch die Bundeskanzlerin und der Unionsfraktionsvorsitzende tragen sich die Menschen in ganz Deutschland in Kondolenzbücher ein. Die Bundeskanzlerin hat die traurige Nachricht in Rom erreicht. Kurz nach einer Privataudienz beim Papst wendet sie sich an die Öffentlichkeit. Meine Damen und Herren, die Nachricht vom Tode Helmut Kohls ist eine der Nachrichten, die uns alle innehalten und still werden lassen, weil wir spüren, dass ein Leben zu Ende ist und dass der, der es gelebt hat, in die Geschichte eingeht. Helmut Kohl hat Deutschland entscheidend geprägt. 16 Jahre lang als deutscher Bundeskanzler, 25 Jahre Parteivorsitz. Dabei immer im engen Schulterschluss mit der Schwesterpartei in Bayern. Die Zusammenarbeit von Helmut Kohl mit der CSU war geprägt von gegenseitigem Verständnis. Er kannte die besondere bayerische Mentalität, er kannte die Besonderheit der CSU und hat dieses auch in die gemeinsame Unionsarbeit immer mit einbezogen. Es war der 9. November 1989. Als die Nachricht vom Mauerfall Helmut Kohl erreicht, ist er gerade auf Staatsbesuch in Polen. Als wir in Warschau zum Staatsbesuch beisammen mit der polnischen Regierung waren, kam die Nachricht, die Mauer könnte fallen. Wir sind nach Berlin geflogen und als wir gelandet sind, war die Mauer gefallen. Und diese große Freude, indem er diesen Moment, der für ihn eine Krönung jahrelanger Arbeit gewesen ist, erlebt hat. In den darauffolgenden Monaten gelingt es Helmut Kohl mit viel Verhandlungsgeschick, auch den russischen Präsidenten Gorbatschow von der Einheit Deutschlands zu überzeugen. Die kommenden Jahre werden zeigen, dass das vereinte Deutschland für ganz Europa einen Gewinn bedeutet. Wir wollen getreu der Präambel unserer Verfassung als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden in der Welt dienen. Und dieser Auftrag verkörpert unser Verständnis von Souveränität. Man wird noch lange studieren und bewundern, wie entschlossen und geschickt Helmut Kohl und seine Mitstreiter damals die Gunst der Stunde nutzten. Wie klug sie die Einheit im Einklang mit all unseren Nachbarn und Freunden aushandelten. Das war höchste Staatskunst im Dienste der Menschen und des Friedens. Helmut Kohl ist damit zu einem Glücksfall für uns Deutsche geworden. Auch der Deutsche Bundestag gedenkt Helmut Kohls mit einer Schweigeminute. Bundestagspräsident Lammert betont in seiner Ansprache die Weitsicht des Altbundeskanzlers und seine oft bemerkenswerte Detailkenntnis. Und nicht selten verblüffte er seine Gesprächspartner mit Nachfragen oder Beschreibungen aus ihrem Verantwortungsbereich zu Vorgängen, die sie noch gar nicht kannten. Er aber wohl. Unvergessen auch Helmut Kohls letzter Besuch in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion im September 2012. Er sagte, hier ist meine Heimat und mahnte die Union, für die Einheit Europas zu kämpfen. Er war voll Willenskraft, obwohl er körperlich gebrechlich war. Er wollte uns noch mal aufrütteln. Er wollte von uns noch mal das Bekenntnis zu Europa. Es war sein Lebenswerk und er wollte sich versichert haben, dass die Fraktion zu Europa steht und sein Lebenswerk weiterlebt. Und genau das hat der Fraktionsvorsitzende noch einmal bestätigt. Das politische Erbe Helmut Kohls wird in der Unionsfraktion in Ehren gehalten.